Die Stimme kommt so bekannt vor. Es klingt wie. Was ist das für ein Turm? Es klingt wie der Herr Bob. Wie ist Sir Booker, aber. Ja, wartet, wir finden ihn. Wo bin ich hier? Kommt schnell. Turm, es gibt nur einen Turm, der hier in der Nähe sich befindet. Das ist meiner. Wartet. Woher kommen diese Stimmen? Hallo? Ja, wer spricht da? Die Prinzessin Siebenschön. Wo sind sie? Ich sehe hier keinen. Wir sind außerhalb der Mauern. Wartet, wir kommen. Wartet. Ist der König Pingolino. Kennen Sie meine Stimme? Wer sind Sie? Herr Bob. Wer ist Herr Bob? Tretet schnell ein, Herr König. Wer? Was mache ich hier? Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber dieser Seitenscheitel, der sieht jetzt durch den Regen gar köstlich aus. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin der Prinz von Narnia, Caspian. Was seid ihr denn für ein verrücktes Blumenmädel? Ich bin meine werte Frau Siebenschön. Frau Siebenschön. Wer spricht da? Was, nehmen Sie doch mal das Schild runter. Aber, ja, Stimme aus der Dunkelheit, gerade an diesem heutigen Tage. Ja, aber diese, Herr König, diese Stimme, ich kenne die Stimme irgendwoher, ja, das ist komisch. Herr Bob. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Ich kam irgendwie, war da ein irgendwas mit Sambuca und zack, ich lag hier auf dem Boden. Genau hier. Genau hier? Ja. Habt ihr lange geschlafen? Ich bin ziemlich ausgeruht, ja. Herr Prinz, darf ich eine unorthodoxe Methode anwenden? Die da wäre? Normal, Ihre Reaktion möchte ich gerne kennenlernen. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie weg. Okay, Entschuldigung, aber meine Vermutung ist nicht bestätigt worden. Sie können doch keinen Prinzen treten. Hallo? Ja, sind andere Menschen bekannt, die auch edlen Geschlechts sind, welche durchaus diese Tätigkeit zur Demonstration und auch zur Unterwerfung vorführen. Also gut. Also wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier für eine Welt? Das Land der Freiheit, so ist es im Moment. Götter haben uns den Landesnamen genommen und versuchen wir, eine friedliche Gemeinschaft aufzubauen. Ich bin der König von diesem Lande. Es wird, es waren turbulente Tage. Sehr turbulente Tage. Was sind Sie, König? Komisch. Ja. Hier auf der Insel. Ja. Wie komme ich zurück? Wohin also zurück? Also ist das hier nicht mein Königreich Narnia? Nein, das ist nicht euer Königreich Narnia. Bringt mich zurück, König. Narnia. Ja, kommen Sie mit. Ich glaube, ich habe bei mir zu Hause noch oben in der Bibliothek. Frau Siebenschön, ich geleite den Mann. Ich denke, ich habe ein. Im Buch steht etwas über dieses Land. Das ist mir vom Namen her irgend. Aber ich muss nachlesen, das ist mir zu vage. Ja, tut das. Möchte die werte Herr Dame nicht mitkommen? Sie können natürlich auch uns begleiten. Also ich werde mitkommen. Ich glaube, das ist. Vielleicht finden wir ja gemeinsam die Lösung für dieses. Haben Sie vielleicht etwas Wasser oder etwas zu essen für mich? Weil ich. Bedient euch hier, guckt mal hinein, dort müsse bestimmt etwas zu essen und zu trinken für euch sein. Oh. Okay. Welch wunderbar. Die Bäume sprechen gar nicht zu mir. Sprechende Bäume? Habt ihr von den komischen blauen Bären gegessen? Naja, vielleicht aus seinem Land, wo er kommt, vielleicht ist es da so, dass die Bäume sprechen. Der Wald spricht nicht mehr. Das ist so still hier auf der Insel. Hier spricht der Wald nicht, nein.
Ich glaube, ich würde eher verrückt werden, wenn der Wald mit mir spricht. Gerade in der Dunkelheit und ähnliches würde ich, glaube ich, zu Tode erschrecken. Wie? Bäume, die reden? Und nachher sagt sie noch, sie können noch laufen und sich bewegen. Sie sind ein lustiger Mann. Wollen Sie sich über mein Königreich Narnia lustig machen? Nein, nein, aber Bäume, die reden, das klingt doch schon sehr fantastisch. Unglaublich klingt das. Ich habe noch nie sprechende Bäume gehört oder gesehen oder... Die Bäume sprechen nur zu Auserwählten. Nur zu Auserwählten. Diese Insel scheint totes Brachland zu sein. Sagt sowas nicht. Unsere Insel ist doch nicht totes Brachland. Hier, ihr müsst mal kosten von diesen Äpfeln. Die sind wunderbar. Die sind wunderbare Äpfel. Vielleicht gibt es in eurem Land ja auch Äpfel. Gibt's dort auch Äpfel? Ja, da gibt es auch Äpfel. Die Äpfel sind bestimmt vom Geschmack her anders wie unsere. Ja, schmecken nicht. Schmecken nicht? Schmecken eure besser? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt... Meine Bibliothek aufsuchen. Ich muss ein Buch suchen. Das für ein Gebilde. Der König ist bei uns sehr belesen. Vielleicht findet er ja einen Weg, euch in euer Land zurückzuschicken. Ich hoffe nicht, dass das hier eine Straße wird. Häusern, die drumherum gebaut werden. Wer stapelt denn hier so massenweise Dreck auf? Verrückt. Aber Herr König, diese Stimme, sie kommt mir immer so bekannt vor. Ja, aber... Haben die sich vielleicht... Ist da vielleicht was schiefgegangen? Also... Nein, dass quasi der Körper von ihm und die Stimme von ihm, dass quasi was vertauscht wurde. Ja. Und dass der auf einmal... Dass die im Körper sind und auf einmal der... vielleicht hat er ja den... Vielleicht ist ja, rennt er jetzt der, von dem wir sprechen, im Körper von dem Prinzen jetzt umher und versteht ihr, was ich meine? Ja, natürlich. Herr Prinz Caspian, laufen Sie immer in diesem Tempo oder... Haben Sie es eilig oder was? Nein. Sie haben es eilig. Ich bin etwas verwirrt. Natürlich. Sie müssen, ich wach hier irgendwo auf, was ich nicht kenne. Ja, das verstehen wir. Wir versuchen, Ihnen ja zu helfen. Doch wir sind auch etwas verwirrt. Naja, also ich muss gestehen, Herr Prinz, es wurde heute eine okkulte Zeremonie durchgeführt, in der mein Gedächtnis wiederhergestellt wurde. Ich bin vor ein paar Tagen verunfallt. Okay. Und ich auch. Wurde durch ein Opfer meiner Leibgarde, welcher sich in 7-jährigen Schlaf befindet, um mir mein Erinnerungsvermögen wiederzugeben, wurde von diesem Schaman quasi das Opfer von meiner Leibgarde eingefordert. Was für ein Schamane? Ja. Ein Schamane. Radurex, glaube ich, war sein Name. Wie hieß dieser Schamane? War das Radurex? Ich erinnere mich nicht. Ich habe nicht nach seinem Namen gefragt. Ich habe ihn nur für 2 Minuten gesehen. Er schrieb mich an, ich soll mein Schwert fallen lassen, sonst bringt er mich um. Und dann erzählt er mir, es war plötzlich weg. Also ich war selber auch ziemlich... Ich kenne da so einen Schamanen. Ihr kennt einen Schamanen? Ja, Rixas. Rixas? Rixas. Rixas. Könnte der Schamane gewesen sein, das ist richtig. Kann es sein. Der ziemlich schmächtig und schwarz gewesen. Ja, in seiner rechten Hand eine komische Strohkeule, welche aber nicht angezündet war, eher als ob es mit einer ekligen Flüssigkeit getränkt war. Okay, mein Königreich ist in Gefahr. Okay, dann eilen wir. So eilen wir. Schnellstmöglich zurück. Ja, dann eilen wir. Schnell.
dort den Berg nach oben und dann sind wir auch fast schon da. Wir sind sofort da. Wir haben es gleich geschafft. Hoffentlich findet ihr das Buch schnell, Herr König. Ja, ich überlege schon, wo es ist. Ob es bei Sagen und Mythen ist oder von alten Reisebeschreibungen. Ich habe damals eine Schiffsladung Notizen und Logbücher und ähnliches von einem Mann erworben, welcher nichts haben wollte, außer Apfelsamen von des Königs Plantage. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Oh, Entschuldigung, wir sind falsch, ich bin Gedanken. Ihre Gedanken scheinen ziemlich verstreut zu sein. Naja, ich überlege, wie ich auf dem schnellsten Weg eventuell... So, hier hinten. So. Reisen des Willi-Wald. Nein? Er wird's finden. Und wir bringen euch zurück. Wie heißt denn das sofort Buch? Erinnert ihr euch? Das war ein grüner Einband. Ein grüner Einband. Sofort wieder da. Ich glaube, ich habe es woanders. Hier ist kein Buch mit grünem Einband. Ah, es ist dann bei den... Geht's euch gut, ja? Ja, mir geht's nicht, ich bin... Er wird es finden, der Herr König, und wir werden euch zurückschicken in euer, wie sagtet ihr, Narnia? Mein Königreich Narnia. Narnia. Was sind das für Geräume hier? Ah, ich hab's jetzt... Da. Das ist die königliche Tafel hier, und wie habt ihr die Türe geöffnet, wie... Die mich das Schloss betätigt habe und die Tür aufgemacht habe. Ich... Ihr seid, Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich kehre zurück. Er hat etwas gefunden. Der König hat etwas gefunden. Etwas gefunden. Aua. Eilig, Eile. Ja, nur die Ruhe. Nicht, dass sie noch stürzt. Ein Sturz reicht, Herr König. So. Oh, dann, ja, setzen sich ist in Ordnung. Hier auf dieses Buch. Ist eine Narnia ist ein Land, welches von unendlich vielen Welten geprägt ist, welche einander parallel und gemeinsam existieren und auch in eigene Welten verschmelzen können. Ein Wechsel von einer ist möglich, kommt aber selten vor und kann nur mit verschiedenen Wegen, Weisen und Anweisungen erfolgen. Es herrschen verschiedene... Oh, es können Jahrhunderte in der einen und Wimpernschläge nur in der anderen existieren und dennoch... Welchem komischen Land kommt ihr denn? Also ich möchte mich entschuldigen, dann scheint es mit diesen Bäumen und sprechen. Denken Sie da nicht Lüge oder inwiefern? Nein, tut mir leid, wie gesagt, ich habe selber noch ein wenig Kopfschmerzen von... Ich weiß, was zu tun ist. Was ist das? Ganz kleinen Moment, ich weiß, was zu tun ist. Was ist das Gottestier hier auf der Insel? Wir haben einen Löwen, welcher mit Zacken auf dem Rücken umherrennt. Das ist nicht mein Aslan. Ja, aber die einige Ureingewohner, die oben beim Öl wohnen, nennen dieses Tier Aslan.
Herr König, haben Sie eine Waffe, die Sie mir zur Verfügung stellen können? Ich wünsche dir einen Bogen, ein Schwert, eine Armbrust. Ich hätte gerne eine Axt, eine schwere Axt. Bringen Sie eine mir. Eine schwere Axt. Oh Gott. Aber hier steht, Moment, hier steht noch etwas anderes. Das kann wirklich nicht Herr Aslan sein. Was? Manchmal auch das Auftreten eines falschen Prinzen bzw. Propheten kündigt die Apokalypse an. Nur diejenigen, die Aslan treu geblieben sind, werden Erlösung und ewiges Leben erfahren. Also bedeutet das ja tatsächlich, wenn dieser Aslan in einer ihrer verschiedenen existierenden Welten auf unserer Seite existiert, dass sie zum Bösen übergehen müssten? Verstehe ich das richtig? Das bedeutet, dass mein Königreich in Gefahr ist. In sehr großer Gefahr. Aber ich mag diese Schriften kaum deuten, denn es ist mich widersprüchlich, wenn dieser Aslan, wie es hier klingt, ein edles Tier ist und doch vielleicht aber... Vielleicht muss ich euch etwas mehr erzählen. Dieser Herr Rixas kommt aus einer Parallelwelt und hat einen großen Krieg in Narnia mit uns geführt. Hat diesen kläglich verloren. Liegt am Spiel. Das ist der Server. Weil umso mehr gebaut ist, umso mehr Licht, umso extremer wird's. Das liegt am Spiel. Okay, das bedeutet, dass meine Leibgarde quasi in ihrem Land an der Seite des Rasiks auch kämpft und sie jetzt hier quasi ins Exil geschickt wurden, damit er ungestört sind. Ich weiß nicht, wer ihre Leibgarde ist. Herr Sambuka Bob. Deswegen haben wir vorhin mit Bob gesprochen, weil ihre Stimme ist eigentlich die meines Herrn Bobs. Deswegen sind wir beide ja so verwirrt und haben zuerst an den Schabernack gedacht, denn Herr Bob beliebt auch manchmal zu scherzen und trägt auch sehr, sehr gute Masken. Also, darum dachte ich am Anfang, er möchte Spaß mit mir treiben, weil der König mir gerade auf den Kopf gefallen ist. Und wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich mich über Bäume lächerlich gemacht habe. Das Buch spricht ja eine ganz andere Sprache. Nun, bitte fertigen Sie mir eine Waffe an. Was wird jetzt passieren? Was? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe ja, ihr werdet zurück in euer Land kommen und unser Bob, der sich wahrscheinlich bei euch im Land befindet, wird wieder zu uns zurückkehren. Ich hoffe es sehr. Mir ist egal, was mit diesem Bob passiert. Ich muss schnellstmöglich zurück in mein Land. Welch ehrenvoller, meine Entschuldigung. Aber das... Ja, sehr ehrenvoll. Es tut mir leid, ich kenne diesen Herrn Bob nicht. Eure Gastfreundschaft ist sehr nett. Dennoch, ich muss schnellstmöglich zurück. Das größte und kräftigste, was Sie finden können, sagen Sie? Was haben Sie denn hier an Auswahl? Was? Ich werde jetzt die magische Quelle suchen. Tu das. Eine Quelle. Ja, eine Quelle. Und die Quelle steht mit Aslan in Verbindung? Gibt es hier irgendwie magische Orte auf der Insel? Die Quelle steht mit Aslan in Verbindung? Gibt es magische Orte hier auf dieser Insel? Es gibt einen Wasserbereich. Wir nennen ihn bei uns Mafumba. Er ist hinten am Öl ansässig, da geht kaum jemand hin, weil dort auch, wie gesagt, der Aslan wohnt. Und dort oberhalb des Aslans, zu Füßen seines Gebäudes, ist eine Wasserquelle. So zeigt mir dieses bitte. Ja. Ja, das ist ja komisch.
Es ist schon ein geiles Spiel, ja. Zugemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ob ihr geschlossen habt, euer Tor. Ich spüre hier Fabelwesen. Ja, auch hier haust ein sehr böser, wie nennt man das? Also ich kenne ihn von mir aus als Werwolf. Andere wiederum, diese Herr Mafumba und andere Eingeborene. Es hört sich so an, immer wenn sie vor sich hin schimpfen und dann, wenn er da ist, mal wegrennen, alles verbarrikadieren. Man, Werwolf, Werwolf, man sagt Werwolf. Ja. Dass dieses Tier mit dem Zacken auf den Rücken, so wie ihr berichtet habt. Wie bitte? Dass dieses Tier mit den Zacken auf den Rücken, so wie ihr berichtet habt. Ja. Ja, ja. Es scheint wohl in der Nähe zu sein. Wir folgen dem König und werden, euch hoffentlich sicher in euer Land zurückbringen. Oh, einen kleinen Moment bitte. Mein Schuh ist aufgegangen. Der hat Schuhe zum Binden? Gibt's denn sowas? Stahl zum Binden? Ich trage noch nicht mal Schuhe. Das sieht gut. Das ist ja interessant. Das quietscht ja gar nicht. Hautloses Laufen. Ja. Okay. Jetzt so ein Obacht. Das ist Passt auf, fallt den Berg nicht hinunter. Oh, ich glaube, er hat. Ist nichts passiert? Oh Gott, im Himmel. Oh Gott. Ich will mir doch nichts brechen hier. So, macht bitte diese Fackel aus. Die Fackel ist aus. Ich spüre gefährliche Wesen in dieser Nähe. Da unten am Wasser ist ein verwunschenes, verfluchtes Dorf, aber haben wir, denke ich, schon lange nicht mehr heimgesucht. Man erzählt sich, dass um das Dorf ein Fluch gelegt wurde auf die Bewohner, welche sich dann nur in diesem Bereich aufhalten, aber denen ist eigentlich, bei mir bekannt ist, sehr, sehr lange kein Schrecken übers Land gebracht worden. Ja, manchmal wagemutige Wanderer, die sich in die Nähe gewagt haben, wurden niemand mehr gesehen. Sie waren verschwunden vom Erdboden, aber... Könnt ihr mir dieses Dorf zeigen? Ja, kommt mit, ich zeig's euch. Irgendwie die Architektur. Ja. Dieses Dorf gefährlich. Das ist ja, sehr ist gefährlich. Man spürt es, es kratzt in der Nase und im Hals. Dort. Seid mir nicht böse, aber ich wage mich nicht allzu nah heran. So bleibt bitte hier, ich muss mir das angucken. Passt auf die Einwohner auf, die sind nicht wohlgesonnen. Schon ein komischer... Tja, man merkt ihm das edle Geschlecht an, aber dennoch irgendwie ein bisschen... Was meint ihr? Ja gut, ja, man merkt ihm das edle Geschlecht an, aber manchmal etwas unerzogen. Gut, das ist bestimmt doch vielleicht der Stress und so weiter, aber... Vielleicht hat er Angst um sein Land und ich weiß nicht. Oh, da hinten.
Seht, da oben sind Raben. Stirb, du Bestie. Seht ihr die Raben? Ja, aber ich kämpfen sehen. Ist so still geworden. Gibt es hier in diesem Dorf etwas Edles, Glänzendes? Es gibt im Dorf etwas Glänzendes? Ich habe ihn schreien hören, ob es so was Glänzendes gibt. Ich weiß nur, dass die Bestie, dass man der Bestie seine Augen ein Diamant man als bekommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe bis jetzt keine von den Bestien erlegt. Ich wollte nicht den Fluch irgendwie auf mich ziehen, muss ich gestehen. Meint er überlebt das dort in diesem Dorf? Weiß es nicht, es ist ja ohne zu zögern hineingerannt und vorhin gesagt haben, dass... Aber ich höre nichts mehr, was... Herr Kaspian! Ja? Okay, uns Sorgen gemacht. Dort, ich sehe ihn, dort ist er. Kommt heraus und er lebt. Passen Sie auf, wenn Sie raufkommen. Zur Rechten auf Ihrem Hügel, da steht noch einer mit den langen Armen. Im Baum. Hase. Da in den Hasen doch. Kannst leider keinen Link posten. Geht nicht. Geht leider nicht. Oh oh. Das sind zwei. Lauft einfach, lauft! Was? Vor was soll ich laufen? Da ist noch ein anderer zu eurer Linken im Tal. Dort auch noch. Oh. Gut, oh gut. Wie der ihn durch die Gegend wirft. Scheint ein mutiger Kämpfer zu sein und ja. Ihm passiert gar nichts. Die Rüstung muss doch sehr stark sein. Wirklich ungewöhnlich. Vielleicht gehört er wirklich gar nicht hierher und dementsprechend können... Er sagt, es ist ödes, totes Land bei uns... Ja, vielleicht können unsere Mächte ihm nichts anhaben. Vielleicht. Dann sollten vielleicht... Vielleicht ist das wirklich so. Ich hätte nie gedacht, dass ich so jemanden mal hierher verirrt. Das ist also ein Schaman seine Schuld. Er kommt zurück. Aber durchaus schrecklich, wenn der Bob gesagt wird, für 7 Jahre tritt er dann wirklich die Zeit an und es passiert ihm was ganz anderes. Das ist doch auch kein fairer und ehrenhafter Handel dann von diesem Schaman. Naja, aber überlegt mal, ich glaube, ich steige langsam dahinter. Wenn unserer Zeit die 7 Jahre noch ewig dauern und der Bob sich wirklich in seinem Land befindet und dort die Jahre viel länger sind, also vielleicht ist er schon 7 Jahre dort? Das ist eine Möglichkeit, ja. Wie gesagt, Herr Prinz Kaspian, Sie nehmen ja auch gar keinen Schaden oder werden irgendwie beschädigt von den unschuldigen Monstern. Von diesen ranzigen Bewohnern dort? Ja. Oh, also ich habe schon... Können diese Ihnen Schaden anfügen? Ja, hier sind schon sehr viele Menschen umgekommen, deshalb. Meine Rüstung ist aus Robonium, dem härtesten Material, den es hier gibt. Was? Robonium. Lassen Sie uns weiterziehen. Ist was? Robonium? Robonium. Ich kenne nur Eisen und Stahl. Dieses Material kann nur durch Diamantklingen geschnitten werden. Oh, ein fantastisches Land. Was
Also ich muss mal so sagen, ich würde mir das auch nicht irgendwo holen. Ja, da gebe ich lieber mehr Geld aus für ein Spiel und weiß, es ist relativ sicher. Ja, nicht, dass dann irgendwas passiert. Vielleicht verlose ich es ja auch irgendwann mal, das Game. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen gezockt habe. Schauen wir mal. Boah, ich werde eigentlich auch die magische Quelle zu finden. Meint ihr, ihr findet die... Oh, ja, die Sonne, ich bin hier auch... Auf. Die Sonne, dann müssen wir warten, bis es wieder... Nee, das ist irgendwie... Sauerei! Ja, Zeichen aus der anderen Welt. Ich habe auch schon versucht, das zu entfernen, aber... Es geht nicht, es lässt sich nicht entfernen. Oh, mein Popo tut mir weh. Vom vielen Laufen. Dort, Was für ein Ödland. Ja, das ist wirklich ein Ödland und auch keine angenehme Ort. Also ich begebe mich auch jetzt nicht oft genug nur effektiv zum Öl holen. Denn ansonsten setze ich auch kaum einen Fuß hier auf diese Ebene. Das ist mir auch etwas unheimlich. Es ist kein schönes Land hier. Das ist ekelhaft. Und es riecht so unangenehm nach... Das Untier, das... Dann wart ihr noch nicht an dem Dorf dran. Doch, ich war dort schon einmal drin, aber ich bin sehr schnell wieder raus. Herr König, wo ist nun diese Quelle? Hier oben, nördlich der Bäume, direkt zu Fuße von diesem Gebilde. Und der Mafumba ist eben ein Eingeborener. Ich weiß auch nicht, mit welchen Mächten oder Kräften er im Bund steht, aber diese Quelle ist sehr, sehr alt. Also da gibt es sehr, sehr viele Überlieferungen. Wasser, dieses klare Wasser. Diese Quelle ist, es ist eine Quelle, aber diese ist leider nicht magisch. Keine magische Quelle. Warum laufen denn bitteschön Enten auf den Seeboden? Das sind, das sind Tauchenten, müsst ihr wissen, die können nicht schwimmen. Ja, die können hier nicht schwimmen. Das okay. Eine magische Quelle. Mir würde nur noch eine Quelle einfallen. Wir nennen sie die Vulkaninsel. Dort befindet sich auch eine Quelle mit einem Wasserfall, der ins Meer stürzt. Mit einem Portal? Ich weiß nicht, ob es ein Portal hat. Herr König, ihr müsst vorgehen. Ich verlaufe mich nur wieder. Ihr wisst, was ich meine? Ja, die kleine. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Nee, wird leicht rechts halten. Du darfst überall bauen. Oh, ich muss unbedingt das mit dem Sound ausmachen. Du darfst überall bauen, bis auf Wege zu bauen. Also du musst, wenn du einen Weg baust, muss der frei zugänglich sein. Du solltest keine Steinvorkommen, Erdvorkommen oder diese Sachen zubauen. Königsberg ist verboten. Ansonsten kannst du dich hier eigentlich überall bauen, wo es dir gefällt. Am Strand ist halt auch immer blöd, weil da die ganzen Leute kommen. Aber sonst gibt es keine Regeln, nein. Lande, das Volk oder die Gruppe der Khajiit. Durch diese Leute bekannt? Die Leute sind mir weitestgehend bekannt, ja. Denn dort oben auf dem Berge wohnt auch ein Khajiit. Der sagt, er hat Bekannte. Khajiit. Es
wird immer verwirrender hier. Dieser Khajiit da. Nein, aktuell heißt er Boris. Boris sagt mir nichts. Doch einfältiger Name. Wenn wir diesen Berghang erklommen haben, so sehen wir auch schon die Insel. Ich muss etwas trinken. Natürlich. Ist doch sehr anstrengend. Am besten ist, wenn du dir eine Werkbank erstmal machst und die dann ausbaust, damit da kannst du dann Steine mitbauen. Frau Siemchen, was soll ich dann bitte hier mit einer Werkbank? Nein, ich habe nicht mit euch gesprochen. Ich habe manchmal so, ich höre manchmal Dinge, die gar nicht da Den sind. Sie? Versteht ihr? Ja. Oh, ja. Man sagt sich, dass in diese linke Insel von dieser, die kleine, dass dieser Wasserfall dort eine Tiefe hat, dass kein lebender Mensch den Boden ertauchen kann und zum Luftholen wieder nach oben kommt. Ich spüre diese Magie. Passt auf, wenn ihr hier runterrennt. Es könnte. Er ist ja eh so stark gerüstet. Robonium. Robonium, genau, Robonium. Weiß ich nicht, ob ich noch Arma spiele. Ich hab's vorhin ja versucht. Ich habe ja Arma gezockt, aber ging leider nicht. Mal schauen, wie ich Lust habe. Ob ich jetzt um 20 Uhr nochmal versuche, drauf zu kommen. Du kommst halt nicht richtig drauf. Wenn du nicht direkt da bist, dann hast du keine Chance. Ich bin vorher nur rausgeflogen, weil mein Spiel gecrashed ist und dann keine Chance mehr gehabt. Nicht mehr draufgekommen. Es sind ja nur 80 Slots momentan frei, weil der zweite Server ja nicht geht. Das ist halt das Problem, was wir momentan haben. Und momentan habe ich eigentlich hier relativ viel Spaß gerade. Ich weiß nicht, es macht gerade echt Spaß. Es ist halt dieser, es macht sie halt aus. Ne? Wir machen hier RP, es macht Spaß. Du bist hier nicht im PvP, sondern hast einfach Spaß mit den Leuten. Und wir sind gerade hier ein bisschen in unserem Element. Aber ich denke schon. Mal gucken. Aufpassen, Schlingchen. Ja, ich pass auf. Ich spüre hier eine magische Brücke. Eine magische Verbindung. Brücke führt aber nicht zur Vulkaninsel, sondern zu der anderen. Wir sollen lieber der Brücke folgen? Meint ihr? Mich zieht etwas an. Mich zieht etwas zu dieser Insel. Die Insel. Oh Gott, was passiert mit mir? Wo ist er denn hin, Herr König? Was passiert mit mir? Ich habe gedacht, er ist... Was passiert mit mir? Er wird zur Insel gezogen, schwebt durch die Luft. Schnell, vor sieben Stunden. Ja, ich springe ins Wasser, wartet. Ich... Zu welcher Insel? Zu der großen Insel? Die kleine Vulkaninsel. Wartet, ich versuche. Es ist wie von Geisterhand durch die Luft geschwebt. Vielleicht ist es doch die richtige Insel. Ich stehe da oben. Sehen Sie? Ein Wasserfall. Freut mich, wenn es passt. Wir finden... Ich sehe nichts. Ich bin unter Wasser. Puh. Ich versuche. Wartet. Ich bin nicht so eine gute Schwimmerin. Man kommt hier aber auch nicht wirklich an den Berghang emporgeklettert. Nein, ihr müsst nach hinten zu der. Zu ja. dem. Versucht. Ich versuche zu tauchen. Genau, unter Wasser schwimmt es schnell. Kommt man hier vielleicht entlang? Ich möchte nicht mehr schwimmen. Ich hasse es zu schwimmen.
Hier, hier. Kommt man hier nicht irgendwo nach oben? Oha. Nein. Oh, und wie diese Unwetter. Aber das war beim letzten Mal ja auch ob das, so. Ob das kein Zeichen ist? Ich denke, der Mann ist dort richtig. Nein. Nicht runterfallen, der König! Fass. Ich bin oben am Wasserfall. Herr Caspian, wo wollen Sie hin? Oh Gott. Dort. Seht! König, seid ihr da? Woher kam diese Stimme? Seht dort auf dem Wasser. Herr Caspian, dort. Da schwebt etwas auf dem Wasser. Hier drüben, in der Mitte der Quelle. Der Herr Caspian ist dort. Was schwebt da? Wie eine Person, die dort schwebt, wahrscheinlich hat diese mit diesem dummen Sprache geredet. Der schläft doch da. Weiß es nicht, vielleicht tut er nur so. Diese Magie. Das ist wahrlich ein magischer Ort. Taucht nach unten und... Ich kann noch seine Fackel leicht sehen, aber... Aber in dem Buch stand auch nichts weiter. Ich habe noch mal kurz geblättert gehabt, aber... Ansonsten würde mir keine magische Quelle mehr einfallen. Ich spüre ihn. Er ist da. Wer ist da? Rixos ist da. Wer ist Rixos? Rixos, das war der Schamane, der auch meinen Gedanken wiedergegeben hat, meine Erinnerung. Ich spüre die magische Quelle. Ich muss springen. Ich muss springen, um mein Volk zu retten. Ihr müsst hier runterspringen, um euer Volk zu retten? Herr König, ich danke für die Gastfreundlichkeit. Ich hoffe, das geht gut. Schickt uns unseren Bob zurück. Bitte. Genau, nehmt Schwung und kommt gut heim. Da geht er hin. Ja. Da geht er hin und jetzt... Meinte er, bringt uns den Bob zurück. Aber es hat ja alles mit Blitz und Donner und Regen angefangen, geendet und ähnliches. Das ist ja, davon ist jetzt nichts passiert. Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen unten nachschauen, ob eventuell wir hinterher springen. Springen wir hinterher und dann? Wenn wir dann auch in diesem komischen Narnia landen, was tun wir dann? Ach so, nee, das stimmt. Ich möchte nicht nach Narnia. Ich gehe hier nach unten. Nicht in die Quelle. Oh! Das war toll, Herr König, wie eine Rutschbahn. Kennt ihr das? Er ist nicht mehr hier? Ist er trunken? Oder war es wirklich ein geheimes Portal, wo hier... Sehe auch nicht irgendwie, dass seine Leiche abgetrieben wurde. Naja, so stark ist die Strömung hier nicht, dass so weit. Vielleicht war es doch ein Portal in nach Narnia oder. Oh, es schaudert mir auf Rücken. Welch gruseliger Ort. Wie müssen wir jetzt zurückschwimmen? Oh. Ja, müssen. Gut. Was für eine abenteuerreiche Woche. Das ist... So viel Abenteuer habe ich nicht allein an einem Tag erlebt. Also, ich weiß auch nicht. Hauptsache, unser Bob kommt wieder zurück.
eure Leibwache. Ja. Dieser. Herr König, ich müsste ja. ich müsste mal ganz kurz. Könnt ihr hier kurz warten, weil ich möchte nicht alleine sein hier in diesem Ort, aber ich müsste mal ganz natürlich. Kurz in den Busch sitzen. Ganz. Natürlich. Schaut nicht hin, aber. Nein, ich schau mir den Sonnenuntergang an. Passt auf, ich bin sofort wieder da. So, ich bin fertig, mein König. Aber ich denke, glaube ich, sollte eine Rast bei mir zu Hause einlegen. Ja, ich werde auch erstmal, glaube ich, nach Hause gehen. Ich laufe das Stück noch mit euch bis nach Hause und dann werde ich mich zu Hause etwas schlafen legen und den Tag Revue passieren lassen. Es war doch sehr anstrengend. Ereignisreich. Ja. Das sagt man mir, ich hätte einen großen Unfall. Ich bin kaum mit dem Leben davon gekommen. Dann sagt man, mein Hirn wäre irgendwie weg. Ich könnte mich an meine holde Dame nicht mehr erinnern. Das ist Ja, ihr habt euch wirklich nicht mehr dran erinnert. Ihr wart auf einmal Dann, ja, und jetzt dieser Prinz aus einer anderen Welt. Ja, und ein komischer Aslan und da müssen wir mal Pumba noch mal fragen. Meint der Mafumba weiß Bescheid? Er weiß es nicht, aber der flucht manchmal so, weil das komisch ist. Da habe ich gedacht, das klingt so wie Astland. Aber gut, wenn die Quelle dort hinten nicht magisch war, dann ist ja so das. Dann ist das doch wirklich ein Portal ins Ungewisse. Wo seid ihr hin, mein König? Fuße des Berges. Ich finde sonst den Weg nicht zurück. Das ist doch meine Burg hier oben schon. Eure Burg, ja. Kann es nicht Tag werden? Das
Habt ihr getötet? Nee, das war hier unten im Wald. Ich werde mich zu mir nach Hause begeben, mein König. Ganz kurz. Was tut ihr da? Die Glocke geschellt, ein Andenken an Herrn Bob, denn das auch regelmäßig getan, wenn er zu Hause angekommen ist. Er wird schon tun. Ich wünsche euch eine gute Nacht, mein König, und ich finde auch meine Frau Sieben schön. Es ist schön, dass sie sich wieder erinnern. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie es ohne gewesen ist. Mich selber dann verwirrt haben, wenn so eine schöne Frau zu mir kommt und dann entsetzt ist, dass ich das Herz nicht mehr spürt und ich mag es kaum. Nee. Es passiert halt, wie es passiert, mein König. Aber jetzt könnt ihr euch wieder dran erinnern, alles ist wieder gut. Ich wünsche euch einen ruhigen Schlaf und vergesst mich bitte nicht wieder. Nein, das wird nie wieder vorkommen, denn sowas kann ich nicht für... Ich kann es mir gar nicht erklären, wie sowas möglich ist. Aber es war ja alles. Man sagt ja, ich habe komplett alles vergessen, also war das irgendwie nichts, was ich hätte vielleicht vergessen wollen oder ähnliches, denn ganz im Gegenteil. Ich genieße jede einzelne Sekunde mit Ihnen, Frau Sieben, schön. Ich mit euch auch, mein König. Are you mocking me? Bis... Es ist alles gut, mein König. Ist alles okay. Ich wünsche euch. Ja, ich. Tschüss, macht's gut. Ich werde mich jetzt schlafen legen. Auf Wiedersehen, meine Frau. Sieben schön. Tschüss, mein König. Und tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss. RP macht hungrig, ich muss was zu essen machen. Macht das.